Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf der Italia mit dem Daki, dem Patti und dem Schweizer. Hallo. Hola. Hola. Was tut Patti überhaupt? Ist eine gute Frage. Bein verladen, hoffe ich. Ist ja noch kein Tieflader da, oder? Er hat doch geholt. Er sitzt mit Tempomat in irgendwas drin. Ich weiß nicht, was aber. Also er fährt nicht mal. Er macht nix. Jetzt fährt er. Andrew. Der vierte ist zu Hause angekommen. Ein schöner Traktor. Oh, weißt du, was ich mache? Nachher noch machen? Nee, bitte nicht. Lebkuchen. Boy. Ach, das ist ein Lebkuchenhäuschen? Nee. Das wäre geil. Backplay voll oder Lebkuchen. So, die Gerste ist eingelagert. Ist hier Unkraut drauf auf unserem Feld? 26? Oder sieht das nur so aus? Da ist Unkraut drauf. Aber da ist auch noch nichts angesät. Okay. Von dem her, lass wachsen. Ich lass wachsen. Passt. Schweizer? Hm? Du siehst es jetzt nicht, ne? Aber Kossi ist oben. Oi. Es lebt. Es lebt, ja. Weil vielleicht hat er ja Urlaub oder so. Urlaub von BG? Ja. Das habe ich nicht unterschrieben. Das muss ich jetzt mal so sagen. Wo fahre ich jetzt hier rechts noch? Die 12 ist aber auch ein schönes Feld, ne? Was wir mal gesagt haben. Oh, die 13? Eins von beiden. Kauf. Kauf. Was braucht man alles für die Metall-Ding? Oder für die Fassproduktion? Boah. Gute Frage. Also Produktionsbusiness sind wir auch noch gar nicht drin. Das Spiel haben wir noch gar nicht angefangen. Warum wird das so verhalten gelacht? Ui, das macht ihr aber richtig gut, Jungs. Darf Pate nicht so viel loben. Oder soll ich sie mitnehmen? Darf Pate nicht so viel loben. Ich nehme sie mit. Dann geht das noch besser. Aber du hast kein Gewicht mit, ne? Man muss langsam bauen. Ja, du kannst sie ja jetzt festmachen. Ja, ich weiß. Mach ich ja schon die ganze Zeit. Ich meinte bloß, weil der kippt dann nämlich. Nimmst du den Wagen mit? Ja, mach mal. Weil ich brauche jetzt, glaube ich, ein bisschen länger. Ja. Drescher wird abgetankt. Vielleicht zumindest.
Wie ist der neue Wagen? Gelb. Und er rollt. Gut. Mit schwarzen Felgen. Ja, das mag ich nicht mehr. Der hat 32 Räder. Der hat 32 Räder? Das sind ja jeweils Doppelachsen. Nee, 16. Doppelbereifen. Bist du im Kalkenschweizer? Mhm. Feini. 24 Meter Kalken. Am Morgen wird bei uns Chaos sein ohne Ende. Warum? Okay, da ist ein Zaun. Die Bahn streikt und die öffentlichen Verkehrsmittel streiken. Yay! Das ist nicht das Gleiche. Ah! Nee. Die Bahn braucht kein öffentliches Verkehrsmittel. Bürgermeister hat gerade auf Facebook geschrieben. Schaut aber bitte, wie ihr morgen alternativ zur Schule und zum Arbeitsplatz kommt. Aber das läuft. Mehr Vorschläge? Wir hätten auch den Fluss, der durch die Stadt geht. Schwimmen! Boah, Boot! So ein Gemeinschaftsboot wäre schon geil, ne? Boot. Die wäre hier wohl lange braucht. Du. Mhm. Irgendwie bin ich jetzt über Umwege wieder im Drescher gelandet. So was. Ja. Also ich komme durch die Einfahrt durch. Muss die richtig nehmen. Wobei ich mir das gerne anschauen würde, wenn ich ehrlich bin. Oh je. Fahr da weiter, nee, fahr dahinter. Kannst da hinten über hinten rum, meinst du, ne? So, da kommst du hier hoch. Ja. Also wenn es einer schafft, dann du. Und nicht vom Gas runtergehen. Ja, ich komme halt nicht mehr um die Kurve rum. Oder? Jetzt gibt es einen Schubsi. Das ist der Bruder vom Upsi. Danke. Andere Frage. Was, mit was sehen wir die Felder nächstes Jahr noch? Warte, der hat nicht sein müssen. Weiß ich nicht. Wenn man so ja macht, müsste man nicht düngen. Aber das war kein Düngen. Achso, was du auf die Felder haben willst? Hm? Ich habe jetzt eine andere Frage verstanden. Aber ich weiß nicht, ob du da reinkommst. Auf jeden Fall wieder einmal Korn. Du hast gesagt, das geht. Ja, bitte. Also. Alter, das einmal was? Sieht so nach Presswurst aus. Warte. Ich muss die Kurve groß genug nehmen. Es ist mit dem Frontlader vorne vor nicht so einfach, die Kurve groß genug zu nehmen. Geht! Ein bisschen. Hätte ich mir nicht gedacht, dass das Problem los für euch ist. Hatti? Ja. Geht. Warte. Ja, dann geht's wohl wieder. So viel Ballen. Ja, was brauchen wir denn? Wir brauchen wahrscheinlich wieder ein bisschen Futter für die Tiere. Wobei wir die Schafe ja auch schon mit Gras oder Heu abspeisen könnten. Für die Schweine bräuchten wir vor allem. Für die Schweine bräuchten wir entweder Rübe, Kartoffeln, Körnermais vielleicht. Mais brauchen. Und nochmal Sorghumhülse, weil da kommt nicht so viel runter, glaube ich. Die Gerste. Mais werden wir brauchen, da kommen wir nicht drum rum. Na gut, Gerste haben wir auch so 80.000 Liter.
haben, was haben wir denn momentan? Okay, wir haben keine Einzelkronensämaschine, ne? Nee. Die werden wir brauchen, Männer. Ja, Dünge müsste man halt auch schon. Also Gülle auf die Felder fahren. Mhm. Und ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel Lagerkapazität dafür. Warte mal, wenn du sagst, wir haben nicht genug Lagerkapazität, heißt das, dass wir viel haben? Das mag sein. Patti? Alles gut. Irgendwo könnte man Soja anbauen? Ja. Eventuell. Weil das fressen sonst die Schweine auch. Zur Not. Und das bräuchte eben kein Dünger, das wäre noch. Wir müssen uns halt ein bisschen. Ja, gut, aber wenn wir Dünger im Überfluss haben, dann können wir gucken, dass er rauskommt. Die Frage ist, wie weit reicht's? Naja, im schlimmsten Fall machen wir nur ein halbes Feld. Aber dann haben wir wieder leer für ein Jahr, weil wenn wir im Winter drauf kommen, oh, ist alles voll, haben wir auch nichts voll. Richtig. Ich will gar nicht wissen, was da am Hof wieder passiert. Also eigentlich will ich schon wissen, aber nee. Das ist ein bisschen enger an der Stelle, ne? Ja. Oh nein. Aber einfach hier auf dem Feld ein bisschen Beiland. Kann man machen. Lagerung machen. Noch schauen wegen dem Storage V2 Mod. Das Ding war ein bisschen noch eingestellt. Weil das Terminal, was es dafür gibt. Ja. Wenn man die Dinger da reinlegt, läuft da die Zeit auch ab. Komischerweise. Ah. Ich weiß nicht, ob ich den Equipe-Mod wegschmeißen soll. Er hat dich schon gesagt, ja. Irgendwie mit dem Restart ist komisch. Das hat teilweise kein Dino-Wipe passiert und so. Schlecht. Dann hat es halt Eier, die, wenn man sie aufhebt, sind sie halt weg. Weil aktuell sind auch irgendwie teilweise in Wiebernesten 7-8 Eier aufs Mal drin. In einem Nest. Dann weg damit. Ja, Dagi? Ich hab Bein verloren. Ach Gottchen. Du musst bedenken, ne? Wir brauchen das Zeug. Ja. Aber nein. Das geht. Gott. Achso, wenn man das nächste Mal vorspult, kann man dann Dings machen. Bein verkaufen. Ah ja, November. Nee, November war das nicht. September. September. Haben wir noch was zu dreschen? Ich glaube nicht. Nee, ich auch nichts mehr. Gut, Drescher kann nach Hause. Viel Geld. Geld würde Silage geben. Womit wollten wir bis im Winter warten, meine ich? Ja, Dezember am höchsten. Und schon wieder Geld ausgegeben. Wo soll das noch hinführen? In die Pleite.
Pleite. Meine Damen und Herren, Pleite. Wir sind fertig für heute. Danke fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns gerne, gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüssi. Tschüss. Ciao.